Zuerst beginnt die FDP-Fraktion. Herr Genschmer. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, in den letzten Tagen und auch jetzt, und es ist zu erwarten, auch in den nächsten Wochen, sind die Temperaturen wieder stark gefallen. Und dass neben den bekannten Maßnahmen, die die Stadt ja für Obdachlose anbietet, gibt es auch wieder die Nachtcafés, die aber über das ganze Stadtgebiet so verstreut sind, gleichzeitig teilweise auch in den Nächten nie geöffnet haben. Letzten Montag bin ich nach der Fraktionssitzung nochmal zum Hauptbahnhof gefahren, habe dort in so einer Nische drei Obdachlose gesehen, die sich dort gezogen haben mit Pappen und versucht haben, die Nacht zu verleben. Daraus ergaben sich für mich folgende Fragen. Erstens, wie viele Plätze gibt es aktuell in den Dresdner Nachtcafés und in der Wohnungslosenhilfe, und reichen die für die aktuellen Zahlen der bekannten Obdachlosen in der Stadt Dresden? Und zweitens, werden die Obdachlosen auch von Mitarbeitern des Sozialamtes zum Beispiel aktiv angesprochen, die Möglichkeiten der Nachtcafés zu nutzen, auf die Standorte hingewiesen, oder besteht sogar die Möglichkeit, diese dort in den Nächten hinzubringen? Die Beantwortung übernimmt Frau Dr. Kaufmann. Ja, sehr geehrter Herr Genschmar, sicherlich auch aufgrund der niedrigen Temperaturen ist ja in den letzten Tagen häufiger durch die Lokalmedien das Thema aufgegriffen worden. Nun zu Ihren Fragen. Für die wohnungslosen Menschen stehen in unserer Stadt aktuell 291 Plätze in 7 Wohnheimen und 47 Plätze in sogenannten Gewährleistungswohnungen oder Trainingswohnungen zur Verfügung. Im Rahmen des Winterprogramms werden jeweils von Dezember bis März 10 zusätzliche Notschlafplätze vorgehalten, als kurzfristig nutzbare Übernachtungsmöglichkeit ergänzen diese die reguläre Unterbringung damit in Wohnheim und Wohnungen in der Zeit von 22 Uhr bis 7 Uhr. Zusammen mit den 5 ganzjährig vorhandenen Notschlafplätzen stehen damit für 353 wohnungslose Menschen in Dresden Schlafgelegenheiten zur Verfügung. Bisher konnte jedem wohnungslosen Menschen in der Landeshauptstadt Dresden, welcher dem Sozialamt bekannt wurde, ein Platz in einem Wohnheim bzw. ein Notschlafplatz angeboten werden. Die Auslastung der Wohnheime in der Stadt war zuletzt sogar rückläufig. Ab dem 4. Februar und damit in 2 Wochen stehen weitere 50 Plätze für wohnungslose Menschen am Standort zur Wetterwarte zur Verfügung. Wir bekommen dann also ein weiteres Wohnheim hinzu. In der Wintersaison wird das städtische Hilfsangebot zusätzlich durch die ökumenischen Nachtcafés ergänzt. 7 Stück an der Zahl, die Schritt für Schritt, Tag für Tag, jede Nacht geöffnet haben. Aktuelle Zahlen der Belegung und damit der Nutzung dieses Angebotes werden erst Ende der diesjährigen Saison vorliegen. Am Dienstag habe ich eines der Nachtcafés besucht und hier wurde mir mitgeteilt, dass in etwa die Anzahl der Besucherinnen und Besucher dem des Vorjahres entspricht und damit etwa im Durchschnitt 8 Menschen pro Nacht die Nachtcafés aufsuchen. Zu Ihrer zweiten Frage, wie finden Menschen die Möglichkeit der Unterbringung in den kalten Tagen? Für die ordnungsrechtliche Unterbringung stehen in den Wohnheimen und Gewährleistungswohnungen ausreichend Plätze zur Verfügung. Bei Bedarf werden auch wohnungslose Menschen in die Einrichtung begleitet. Ebenso kennen die Kältestreife der Heilsarmee oder auch die Kolleginnen des EHAB-Projektes, dem Europäischen Hilfsfonds für die am stärksten benachteiligten Personen,
das Ordnungsamt, die Polizei und die Netzwerkpartner die Zugangsmöglichkeiten zu den städtischen Angeboten, also auch zu den Nachtcafés dieser Stadt. Auch durch regelmäßige Pressearbeit in den sozialen Medien wie auch in den Printmedien bitten wir die Dresdnerinnen und Dresdner jeweils um Achtsamkeit. Im Zweifel ist auch hier die Rufnummer 112, also die 112, die richtige Telefonnummer. Jeder Mensch, der um Hilfe bittet, bekommt in dieser Stadt die Hilfe, die er benötigt, das Bett für die Nacht. Eine Nachfrage? Ja, gerne eine Nachfrage. Bei Ihnen in der Stadt ist es ja, dieses Problem scheinbar auch angekommen, zum einen durch die, wie Sie schon gesagt haben, Medienberichte und gleichzeitig für die von uns eingereichte gestrige Anfrage für die heutige Sitzung, denn die Stadtverwaltung hat ja heute dazu einen Facebook-Post gemacht mit dieser 112-Nummer. Das ist schon mal positiv, dass dadurch, ich sage mal durch die Anfrage, sozusagen die Öffentlichkeit noch mehr erreicht wird. Mich würde trotzdem noch mal eine Anregung eigentlich eher mitzugeben, dass gerade in diesen Jahreszeiten, Sie haben sehr viele über soziale Einrichtungen hingewiesen, für mich und wahrscheinlich auch für die meisten Dresdner, die der Ansprechpartner, ist da schon das Sozialamt. Und da verwundert es mich schon, weil ich zu meiner Anfrage auch mit einem Bekannten gesprochen habe, der sagt, dann ist es natürlich auch schade, wenn das Sozialamt gerade in den Zeiten am Mittwoch geschlossen ist. So, dann machen wir weiter mit der nächsten Fraktion. Das ist die AfD-Fraktion. Herr Vogel. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, gemäß der Satzung der Landeshauptstadt Dresden zum Schutz von Bäumen und anderen wertvollen Gehölzen, das ist die Gehölzschutzsatzung, sind Laub- und Nadelbäume mit einem Stammumfang ab 30 cm gemessen in einer Höhe von 1 Meter über dem Erdboden geschützte Gehölze. In der Wohnanlage Kranzstraße 36 bis 38 ließ Vonovia nun mehrere Bäume mit einem Umfang von über 1 Meter und einer Höhe von 10 Metern und mehr fällen. Dazu meine Frage. Waren die Baumfällungen seitens der Landeshauptstadt Dresden genehmigt? Wenn ja, aus welchen Gründen wurden die Bäume entfernt und erfolgten Ersatzpflanzungen oder gegebenenfalls Kostenerstattungen? Die Beantwortung übernimmt Frau Bürgermeisterin Jeniken. Sehr geehrter Herr Stadtrat, zu den Grundstücken Kranzstraße 36 bis 38b erhielt das Umweltamt am 12.12.2018 einen Fällantrag für einen Baum, Weißdorn, Stammumfang 144 cm. Die Begründung dafür war, dass man für die geplante Modernisierung der Fassade ein Gerüst aufstellen muss. Diesen Antrag hat das Umweltamt mit Bescheid vom 20.12.2018 abgelehnt und stattdessen lediglich einen Rückschnitt im fassadenseitigen Feinastbereich bis Astdurchmesser 3 cm genehmigt. Dem Antrag lag auch ein Gehölzbestandsplan des Gesamtgrundstückes bei, in dem Artangaben zu den Bäumen gemacht wurden, aber keine Größenangaben. Aus den Artangaben geht hervor, dass es sich bei dem Gehölzbestand, auf den Sie sich beziehen, bis auf den Weißdorn, von dem ich am Anfang sprach, und eventuell ein Ahorn, abhängig von dessen Stammumfang, leider nur um Gehölze handelt, die aufgrund ihres Standortes mit Gebäude bebautes Grundstück und ihrer Art Nadelgehölze, Obstbaum, Weide seit Inkrafttreten des geänderten sächsischen Naturschutzgesetzes am 19.10. war das, nicht mehr von der Gehölzschutzsatzung geschützt sind. Wir dürfen die Gehölzschutzsatzung, die nicht geändert wurde, ja nur insoweit anwenden, als das sächsische Naturschutzgesetz uns das berechtigt. Das hat der Landtag damals 2010 leider eingeschränkt. Das Umweltamt ist letzte Woche von einem Bürger auf diesen Umstand hingewiesen worden und prüft im Moment, ob der Weißdorn noch steht und ob der Ahorn einen Schutzstatus hatte und wird dann gegebenenfalls die entsprechenden Maßnahmen veranlassen und dem Bürger auch antworten. Darf ich meine Frage noch um eine Bitte ergänzen, und zwar, dass das Prüfungsergebnis uns bitte mitgeteilt wird? Sehr gern. Dankeschön.
Als nächste fragende Fraktion ist die Bürgerfraktion an der Reihe, Herr Kapert. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, meine Frage bezieht sich wieder auf die Liste, auf die lange Liste von offenen Stadtratsbeschlüssen. Dort der Stadtratsbeschluss vom 17.10.2013 zum Wiederaufbau des Hotelstadts Rom. Ich denke, zur Bedeutung dieses Baus für die Dresdner, für den Neumarkt insbesondere, brauche ich nicht viel zu sagen. Deswegen kurz meine zwei Fragen. Wie ist der aktuelle Sachstand beim Hotelstadt Rom und wann ist mit dem Baubeginn zu rechnen? Die Beantwortung übernimmt Herr Bürgermeister Schmidt-Lamartin. Ja, sehr gerne, sehr geehrter Herr Kabot. Das Hotel Stadt Rom ist im städtebaulich-gestalterischen Konzept für die Rekonstruktion gegebenenfalls nach Beschlussfassung vorgesehen. Insofern ist das immer der Plan gewesen. Das Grundstück ist im Eigentum der Landeshauptstadt Dresden. In 2011, das werden Sie auch kennen, wurden unterschiedliche Szenarien zur Rekonstruktion des Leitbaus im Rahmen des Wettbewerbsverfahrens Schichten der Stadt, wie es so schön hieß, untersucht. Einige dieser Untersuchungen gehen davon aus, dass größere Gebäudebestände rund um das Hotel Stadt Rom abgebrochen werden müssten. Da haben die Eigentümer uns stets eine Absage erteilt. Insofern ist die Entwicklung des Grundstücks unter anderem wegen der zu geringen Abstände zur Nachbarbebauung dann ganz stark abhängig von einem Interessensausgleich mit den direkt berührten Grundstückseigentümern, also den Nachbarn. Interessensausgleich heißt in solchen Fällen in der Regel Bares, also Geld. Es gibt gegenwärtig keine aktiven Interessenten, die das Grundstück erwerben möchten oder eine Konzeption zur umsetzbaren Errichtung des Hotels Stadt Rom auf dem Grundstück vorbereiten würden. Und das, obwohl das Thema regelmäßig öffentlich aufgegriffen wird. Erst auf einer solchen Grundlage könnte dann eine Konzeptausschreibung erfolgen. Ich denke, wir sind uns einig, dass die Stadt hier nicht selber als Bauherr wird auftreten wollen. Insofern ist die betreffende Fläche derzeit gestaltet, mit Bäumen bepflanzt und wir müssen die weitere Entwicklung abwarten. Dankeschön. Nächste Fraktion, CDU-Fraktion, Herr Thiele. Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, meine Frage betrifft ebenfalls ein Thema, was schon länger hier und immer wieder öffentlich mit großem Interesse diskutiert wird. Es geht um den Omnibusbahnhof und dem ZOB. Wir haben im September 2017 die Grundsatzentscheidung hier im Stadtrat getroffen, dass der ZOB in unmittelbarer Nähe am Hauptbahnhof am Wiener Platz West entsprechend errichtet werden soll. Es gibt einen Aufstellungsbeschluss und die baurechtlichen Voraussetzungen für Planung und Realisierung wurden geschaffen. Wir haben trotzdem den Eindruck, dass es etwas stockt. Deswegen folgende Fragen. Wie ist der aktuelle Planungs- und Umsetzungsstand für das Projekt Errichtung des ZOB am Wiener Platz West? Und welche Anstrengungen wurden bisher seitens der Verwaltung unternommen, einen Investor für die Errichtung und den Betrieb des geplanten ZOB zu finden? Mit welchem konkreten Ergebnis? Wie schätzt die Verwaltung die Attraktivität des Gesamtvorhabens aus Sicht der Investoren ein? Und wurden dabei gegebenenfalls Negativaspekte identifiziert, die eine Investorensuche erschweren? Und drittens, welche konkreten Probleme wurden mit Blick auf die Realisierung des Gesamtvorhabens im bisherigen Verlauf der Planungen, Vorplanungen sowie im Zusammenhang von baulichen Gestaltungsfragen diskutiert? Mit welchem Ergebnis? Die Beantwortung übernimmt auch hier Herr Bürgermeister Schmidt-Lamartin. Ja, sehr geehrter Herr Thiele, wir haben durchaus sehr intensiv gearbeitet seit dem Beschluss im September 2017. Erstmal wurde eine Grundlagenuntersuchung durch das Stadtplanungsamt beauftragt, also eine Machbarkeitsstudie, die bis zum Frühjahr 2018 erarbeitet wurde. Hatten wir Ihnen ja auch damals im Ausschuss vorgestellt. Inhalt ist die grundsätzliche städtebauliche Konfiguration des Fernbusbahnhofs auch im Zusammenspiel mit dem östlich angrenzend vorgesehenen Fahrradparkhaus. Die im August 2018 fertiggestellte Machbarkeitsstudie für das Fahrradparkhaus wurde entsprechend berücksichtigt. Ebenfalls wurde untersucht, ob städtebaulich sinnvoll ist, auf dem vorhandenen Grundstück an der Westseite des Wiener Platzes zusätzlich eine weitere hochbauliche Entwicklung realisieren zu können. Gegebenenfalls kann durch ein solches Angebot an einen potenziellen Errichter als Modell der Querfinanzierung für die Errichtung des Fernbusbahnhofs attraktiver gestaltet werden. Auf der Expo Real im Oktober 2018, hatten wir ja auch drüber gesprochen, wurde das Vorhaben zur Errichtung eines Fernbusbahnhofs am Wiener Platz vorgestellt. Im Vorfeld hat es bereits Interessenbekundungen von privaten Investoren gegeben, den Busbahnhof zu errichten bzw. auch zu betreiben.
Vorgegeben ist ein zweistufiges Bieterverfahren. In der ersten Stufe wird neben dem Kaufpreisangebot ebenfalls eine Projektbeschreibung und ein prinzipielles Bau- und Nutzungskonzept gefordert. Die Bieterfrist läuft in dieser ersten Stufe, die wir ja auch veröffentlicht haben, vor der Expo Real bis zum 28.02.2019, also noch etwas über einen Monat. Nach der Vorauswahl der Bieter wird dann in der zweiten Stufe des Bieterverfahrens ein detailliertes Erschließungs-, Freiflächen- und Hochbau- sowie Nutzungskonzept, die Angabe des Realisierungszeitraums und ein konkretes Finanzierungs- und Betreiberkonzept gefordert. Insofern kann ich Ihre einleitenden Worte, dass die Suche nach einem Investor nicht erfolgreich verlief bzw. verläuft, bisher nicht bestätigen. Im Gegenteil, die wirklich zahlreichen bisher geführten Gespräche, sowohl auf der Expo als auch im Vorfeld als auch danach, machen durchaus Mut, dass uns Ende Februar vielversprechende Konzepte vorliegen werden. Was die Attraktivität angeht, wie gesagt, es wurden mehrere Gespräche mit interessierten Bietern geführt. Hierbei kam immer wieder das Gespräch auf das Betreiberkonzept des Leipziger Fernbusbahnhofs, der auf ähnliche Weise errichtet wurde. Die Verwaltung erachtet die Attraktivität des Gesamtvorhabens durchaus als gegeben, vor allem unter dem Aspekt, dass die potenziellen Bauherren die Errichtung und Betreibung des Fernbusbahnhofs und des Betriebs des Fahrradparkhauses eine weitere hochbauliche Entwicklung auf dem Grundstück in Aussicht gestellt werden könnte. Was die Probleme angeht, muss man erstmal sagen, das Gebiet muss im großen Maße von Trümmerschutt befreit werden. Des Weiteren muss bei einer über den Fernbusbahnhof hinausreichenden baulichen Entwicklung die Verkehrserschließung dieser zusätzlichen Flächen gewährleistet und nachgewiesen werden. Die Beurteilung der durch die Bieter vorgeschlagenen städtebaulichen Konfiguration aus Fernbusbahnhof, Fahrradparkhaus und hochbaulicher Entwicklung wird dann im weiteren Schritt nach Öffnung der Angebote, also nach dem 28.02. durch das Stadtplanungsamt erfolgen. Und die Prüfung der monetären Aspekte der Angebote erfolgt dann durch das federführende Amt für Hochbau- und Immobilienverwaltung. Insofern sind wir da durchaus frohen Mutes, dass wir zum guten Ergebnis kommen. Dankeschön. Als nächste Fraktion, Fraktion Die Linke, Herr Wirz. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, ich möchte eine Frage stellen zu den Bauarbeiten im Berufsschulzentrum Franz Ludwig Gehe. Keine Angst, ich frage nicht nach den Baukosten. Es geht um Presseberichte von Mitte Dezember 2018. Da hat die Landesdirektion Sachsen gedroht, den Schulbetrieb im Berufsschulzentrum Franz Ludwig Gehe zu untersagen, wenn die erheblichen Beeinträchtigungen des Schulbetriebes durch Baumaßnahmen nicht abgestellt werden. Damals ist der Unterricht in den Schulhäusern in Gorbitz gestört worden durch Lärm, Staub, mangelnde Lüftungsmöglichkeiten. Der Lärm hat dann vor allen Dingen natürlich den Unterricht gestört, dass sich die Schüler dort nicht mehr konzentrieren konnten, beziehungsweise auch gar nicht mehr verstanden haben, was gesagt worden ist. Des Weiteren war die Sicherheit bei der Nutzung des Schulgebäudes durch verstellte Fluchtwege, Baufahrzeuge in zugänglichen Schulgelände und abgelagerte Materialien im genutzten Schulbereich gefährdet. Dazu jetzt im Prinzip nach über einem Monat folgende Fragen. Welche Maßnahmen hat die Verwaltung ergriffen, um die durch die Landesdirektion festgestellten Mängel abzustellen? Haben die Maßnahmen dazu geführt, dass der Unterrichtsbetrieb im Rahmen des Zumutbaren möglich ist? Und ist die Sicherheit in den für den Unterricht genutzten Räumen sowie auf den Rettungswegen gegeben? Die Beantwortung übernimmt der Bürgermeister Fojan. Ja, sehr geehrter Herr Wirz, wie Sie wissen, ist das Bauen unter Belegung immer schwierig. Und wenn wir hier genau das haben, wir haben ja den Schulbetrieb hier nicht verlagert, dann haben wir natürlich grundsätzlich da eine schwierige Situation gehabt. Und das war eine ziemlich konfliktträchtige Situation. Der Schulleiter hat oft Mails rumgeschickt und hat auf Probleme aufmerksam gemacht. Und wir sind zusammen mit dem Amt für Hochbau und Immobilienverwaltung den Dingen natürlich immer nachgegangen. So war dann eben auch irgendwann mal seine Beschwerde bei der Landesdirektion angekommen. Und dann am 29. November hat die Abteilung Arbeitsschutz der Landesdirektion eine Begehung des Schulgebäudes durchgeführt. Und einen Tag später, am 30. wurde die Schulleitung über die Feststellungen in Kenntnis gesetzt und aufgefordert, bis 5. Dezember über die eingeleiteten Maßnahmen zu berichten. Der arme Schulleiter konnte das nicht formal natürlich, obwohl er der Ansprechpartner war. Das mussten wir natürlich machen, beziehungsweise Hochbauamt zusammen mit dem Kollegen zusammen. Und die organisatorisch zu klärenden Probleme wurden umgehend erledigt, beziehungsweise im Rahmen einer Gefährdungsbeurteilung geklärt. Das betrifft beispielsweise die zulässige Wegstrecke zum Aufsuchen der Toilette,
Mängel, die auf Lieferprobleme der ausführenden Firmen zurückgingen, konnten ebenfalls abgestellt werden. So wurden die fehlenden Fenstergriffe umgehend auch montiert. Und am 5. Dezember 2018 fand eine Nachbegehung statt. Also relativ zügig wurde das eingefordert von der Landesdirektion. Und im Ergebnis wurde festgestellt, dass unter Beachtung einiger Anmerkungen, die es dann aber noch gab, keine Bedenken zur Fortführung des Unterrichts mehr bestehen. Am 12. Dezember konnten die letzten Probleme die letzten Probleme konnten beseitigt werden. Da war nämlich noch eine Kabelbrücke zu hoch und das wurde dann obenrum quasi gelegt und dann war auch die irgendwann mal weg. Der Unterrichtsbetrieb war möglich und im Rahmen des Zumutbaren möglich. Der Unterricht ist im Haus 2 und in den zur Nutzung freigegebenen Räumen im Haus 1 des Berufsschulzentrums ohne zumutbare Einschränkungen möglich. Die wöchentlichen Abstimmungen aller Bauleitungen mit der Schulleitung werden weiter fortgesetzt. Und man muss zusammenfassend sagen, dass die Sicherheit dort auf der Baustelle gewährleistet war und gewährleistet ist. Und wir auch ziemlich viel unternehmen, das zu beobachten. Da ist jeden Tag jemand vor Ort. Sind wir auch ein bisschen unzufrieden mit dem Planer, kommt ja auch gelegentlich vor dabei und haben das aber auch ein bisschen versucht zu substituieren durch eigene Kräfte. Vielen Dank für die Beantwortung. Ich stelle eine Nachfrage, Herr Bürgermeister Frohjohann. Was sagen Sie dazu, dass am 14.01. im Prinzip nach einem Heizungsausfall und zweiten Stunde dann im Prinzip also massiver Lärm während der Chemiearbeit geherrscht hat, am 15.01. ebenfalls Lärm während des Unterrichts, also da geht es um Bohrhämmer, um Kernbohrgeräte, Presslufthämmer, am 21.01., am 11.01., also im Prinzip in einer sehr großen Dichte immer noch dort Störungen vorherrschen, dass dort im Prinzip Fensterrahmen von großen Schulfenstern im Fluchtwegbereich stehen, dass dort Kabel liegen, also dass offensichtlich das noch nicht so gefruchtet hat. Ist es da nicht notwendig, noch mehr zu tun und dort intensiver darauf einzuwirken, dass dort der Unterricht möglich ist? Weil es geht ja irgendwann auf die Abiturprüfung zu und dann ist dann immer gleich der Rechtsanwalt da, der sagt, das ist jetzt so, weil im Prinzip die Beeinträchtigung des Unterrichts so stark war, ist hier im Prinzip eine Benachteiligung gegeben. Also ich könnte Ihnen auch vielleicht sogar noch ein paar Daten mehr aus der Akte ziehen, wo es Beschwerden gab, die allerdings dann jetzt vor dem November waren. Also das zieht sich hin. Solange wie die Baustelle existiert, solange ist es da eine konfliktträchtige Situation gewesen. Der dortige Schulleiter ist auf uns auch nicht gut zu sprechen, auf Sie als Stadtrat auch nicht gut zu sprechen. Das liegt daran, dass er ewig schon in der Stadt hin und her geschoben wurde und jetzt ja neuerlich durch Ihren Beschlüsse im Schulnetzplan nach Polis nur verlegt werden soll. Also der Schulleiter ist insgesamt ziemlich ungehalten und nimmt natürlich jetzt auch jede Störung, die er da hat, zum Anlass und tatsächlich die förmliche Beschwerde zu führen. Das ist sein gutes Recht. Wir versuchen, da den Dingen abzuhelfen. Wir sind auch nicht dann immer glücklich mit den Baufirmen, weil die sich dann an die eine oder andere Verabredung dann tatsächlich nicht halten. Und deswegen ist auch jeden Tag einer da und versucht umgehend da einzuwirken, dass diese Lärmbeschränkungen dann sofort aufhören. Wir sind zuversichtlich, dass der Hauptteil des Ärgers jetzt durch ist und der Rest bis zum Sommer etwas konfliktärmer abgearbeitet werden kann. Ja, wir hoffen das stark und hoffen auch, dass der Landesdirektion dort nicht noch den Schulbetrieb untersagt. Als nächste Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, Frau Siebeneiche. Sehr geehrter Oberbürgermeister, ich habe eine Nachfrage zur Sicherstellung der Geburtshilfeprämie. Auf Initiative von Linken, Grünen und SPD gibt es seit November letzten Jahres eine sogenannte Geburtshilfeprämie in Dresden. Damit soll die bestmögliche Versorgung für Eltern und Kind rund um die Geburt sichergestellt werden. Hebammen können beim Gesundheitsamt einen Zuschuss für die Betreuung ambulanter Geburten und auch die Wochenbettbetreuung zu Hause beantragen. Dresden als geburtenstarke Stadt bekräftigt damit einmal mehr, hier sind Kinder willkommen. Doch die Geburtshilfeprämie droht zur kürzesten Familienfördermaßnahme zu werden, die Dresden je hatte, denn die Finanzierung für 2019 und 2020 ist noch nicht gesichert. Heute entscheidet der Stadtrat über einen rot-grün-roten Eilantrag, in dem unter anderem die notwendigen Mittel bereitgestellt werden sollen. Mit Blick auf die heute zu treffende Entscheidung frage ich Sie,
Herr Oberbürgermeister. Wie viele Anträge wurden 2018 bewilligt und wie viele Hebammen haben von der Förderung profitiert? Und wie viele Anträge sind 2019 bereits eingegangen? Die Beantwortung übernimmt Frau Bürgermeisterin Dr. Kaufmann. Ja, vielen Dank für Ihre Anfrage, Frau Stadträtin Siebeneicher, die ich gern beantworten möchte. Für das Jahr 2018 sind bis zum Stichtag, dem 7. Januar, insgesamt 514 Anträge eingegangen. Rund 90% dieser Anträge wurden auch schon seitens des Gesundheitsamtes abschließend bearbeitet. 53 Anträge befinden sich derzeit noch in Bearbeitung. Insgesamt 57 Hebammen haben eine Förderung in Anspruch genommen. Nach dem Stichtag, den wir auch auf den Internetseiten der Stadt veröffentlicht haben, dem 7. Januar, sind weitere 22 Anträge eingegangen. Die Entscheidung über diese Anträge erfolgt in Abhängigkeit der Weiterführung der Förderung seitens der Stadt. Sie fragten des Weiteren, wie viele Anträge sind für das Jahr 2019 bereits eingegangen. Die Fortführung des Förderprogrammes ist abhängig von einer Finanzierungsgrundlage. Auch das sagten Sie schon. Mit der aktuellen Beschlusslage zum Haushaltsplan 2019-20 stehen für die Fortsetzung der Förderung der Geburtshilfe aktuell keine Gelder zur Verfügung. Über den städtischen Internetauftritt www.dresden.de/geburtshilfe wurde deshalb gebeten, von Antragstellungen für das Jahr 2019 zunächst abzusehen. Gleichlautend wurde der Hebammenverband auch von uns informiert. Bislang sind deswegen keine Anträge für das Jahr 2019 eingegangen. Sollten dennoch Anträge eingehen werden, wird deren Bearbeitung bis zur Entscheidung über die Fortführung der Förderung seitens der Stadt zurückgestellt. Vielen Dank für die Antwort. Ich hätte noch eine Nachfrage, die zum Teil schon beantwortet wurde, nämlich dass die Verwaltung aufgrund der fehlenden Mittel schon Konsequenzen daraus ziehen musste, derzeit keine Anträge mehr angenommen werden. Wie sieht es aus, wenn wir heute positiv bescheiden würden? Würde dann die Förderung sofort wieder anlaufen können, Anträge wieder bearbeitet werden können? Entsprechend eines Stadtratsbeschlusses, wie in dem Antrag, ich glaube 552 formuliert, wäre eine Anschlussfinanzierung möglich, wenn eben durch Sie die Gelder bereitgestellt werden würden. Danke. Prompt. So, als nächste Fraktion oder letzte Fraktion in der Fragerunde ist die SPD-Fraktion dran, Herr Triefs. Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, die Frage, die ich stellen möchte, bezieht sich auf die geplanten Radstreifen auf der Albertstraße, die ja gerade in aller Munde sind und die ja heute auch verhindert werden sollen. Das Projekt ist ja nun inzwischen mit einem Planungsvorlauf seit 2011, seit einem damaligen einstimmigen Stadtratsbeschluss. Und diesem Beschluss folgend wurden die Bauleistungen ausgeschrieben. Soweit mir bekannt ist, ist die Ausschreibung auch schon sehr weit fortgeschritten und die Angebotseröffnung liegt bereits hinter uns. Und aus diesem Fakt ergeben sich mir zwei Fragen. Zum einen, wird die Landeshauptstadt Dresden schadensersatzpflichtig gegenüber einem oder mehreren Bietern, wenn die Planung heute gestoppt werden sollte und die Vergabe aufgehoben wird? Und falls diese Frage grundsätzlich zu bejahen ist, in welcher Höhe muss mit Schadensersatzansprüchen gerechnet werden? Die Beantwortung übernimmt Herr Bürgermeister Schmidt-Lamontin. Ja, sehr geehrter Herr Drews, die Frage ist natürlich sehr juristisch, deswegen haben wir sie auch über Nacht erarbeitet im Zusammenhang mit dem Rechtsamt und entsprechend juristisch fällt auch die Antwort aus. Also grundsätzlich ist es erstmal so, dass Schadensersatzsprüche sich aus einer rechtswidrigen Aufhebung eines derzeit laufenden Vergabeverfahrens ergeben können. Nach dem Grundsatz der Vertragsfreiheit ist es zwar grundsätzlich möglich, von einer Beschaffungsabsicht Abstand zu nehmen, jedoch ist ein solches Abstandnehmen nur dann rechtmäßig, wenn ein Aufhebungsgrund nach § 17 VOB Teil A vorliegt. Dies wäre vorliegend nicht der Fall. Folge
einer rechtswidrigen Aufhebung eines Vergabeverfahrens ist ein Schadensersatzanspruch der Bieter nach den Paragraphen 280 Absatz 1, 311 Absatz 2 und 241 Absatz 2 des Bürgerlichen Gesetzbuches. Dieser ist grundsätzlich auf den Ersatz eines negativen Interesses beschränkt. Also der betroffene Bieter kann die Aufwendungen ersetzt verlangen, die er im Vertrauen auf die Einhaltung der Vergabevorschriften für die Beurteilung an der Ausschreibung gehabt hat. Davon werden die Kosten für die Beschaffung der Vergabeunterlagen, die Bearbeitung des Angebotes, eine etwaige Besichtigung des Leistungsortes, Portokosten für die Einreichung des Angebotes sowie Kosten für die Teilnahme am Eröffnungstermin erfasst. Wird der Vertrauensschaden, mithin also das negative Interesse geltend gemacht, ist der Schaden, der durch den Vergabefehler entstanden ist, darzulegen. Regelmäßig wird hier ein Vergleich der aktuellen Vermögenslage mit der, wie sie ohne den Vergabefehler bestünde, erforderlich sein. Es wird geschätzt, dass die Kosten hier zwischen 10.000 bis 15.000 Euro betragen könnten. Das negative Interesse kann regelmäßig nur der Bieter verlangen, der den Zuschlag erhalten hätte. Dies gilt allerdings nicht ausnahmslos. Ein Bieter, der den Zuschlag nicht erhalten hat, vorliegend wären es 5 weitere Bieter, kann gleichwohl einen Anspruch auf Ersatz solcher Aufwendungen zustehen, die er nicht getätigt hätte, wenn er gewusst hätte, dass sich die Vergabestelle über die aus dem vorvertraglichen Vertrauensverhältnis treffenden Pflichten hinwegsetzt. Ein Sonderfall liegt zum Beispiel dann vor, wenn im laufenden Vergabeverfahren von dem Auftraggeber die Ausschreibung aufgehoben wird, ohne dass ein rechtskonformer Aufhebungsgrund vorliegt. In diesem Fall hätte der Auftrag nie ausgeschrieben werden dürfen, sodass sämtliche Bieter auch nie ein Angebot im Vertrauen auf eine Zuschlagschance abgegeben hätten. Da diese Chance von vornherein nicht bestand, haben auch die nachrangig platzierten Bieter einen Anspruch auf Ersatz der Angebotskosten. Der Schadensersatzanspruch kann in besonderen Fällen aber auch der Ersatz des sogenannten positiven Interesses, vor allem durch die Nichterteilung des Auftrags entgangenen Gewinns, erfassen. Der weitergehende Anspruch auf Ersatz des entgangenen Gewinns setzt grundsätzlich voraus, dass der ausgeschriebene Auftrag tatsächlich erteilt worden ist. Wird die Ausschreibung, in die der Bieter günstigste Anbieter gewesen ist, aufgehoben, dann setzt der Anspruch auf das positive Interesse also voraus, dass der Auftraggeber später eine neue Ausschreibung über das gleiche Vorhaben durchgeführt und in diesem Rahmen den Auftrag vergibt. Zur Bestimmung des entgangenen Gewinns gibt es grundsätzlich 2 Möglichkeiten. Zum einen kann der Bieter konkret berechnen, welchen Gewinn er bei der Auftragserteilung gehabt hätte. Zum anderen kann der Geschädigte den Schaden auch anhand eines üblicherweise bei vergleichbaren Aufträgen einkalkulierten Gewinnprozentsatzes bestimmen, der etwa unter Zuhilfenahme eines Sachverständigen nachgewiesen werden kann. Neben dem Ersatz des Gewinnausfalls kann er auch den Ersatz der entsprechenden Rechtsanwaltskosten verlangen. Hier wird grob abgeschätzt, dass die Forderungen infolge eines positiven Interesses ca. 50.000 bis 75.000 Euro betragen könnten. Jetzt noch sozusagen die juristische Abschlussklausel. Zusammenfassend kann man also sagen, dass ein Risiko nicht auszuschließen ist. Ja, vielen Dank für die Beantwortung, auch wenn sie tatsächlich sehr juristisch war. Ich habe da ja tatsächlich eher zusammenfassend rausgehört, dass Schadensersatzpflicht durchaus wahrscheinlich ist, aber das werden wir ja dann noch später diskutieren. Dankeschön. So, dann zum Abschluss der Fragerunde für die Fraktionslosen, Herr Green. Ja, Herr Oberbürgermeister, wir sprachen in der letzten Zeit über geeignete Grundstücke für Wohnbebauung. Und deswegen frage ich heute ganz konkret nach einem Grundstück, die alte Metzerei in Niedersedlitz. Das ist also, damit jeder weiß, wovon ich rede, das Rechteck, was also von der Eisenbahn, der Reichsstraße, der Straße 17. Juni und der Verlängerung Steffenstraße umschlossen wird. Ich frage dazu, wie viele Quadratmeter hat das Gelände? Befindet sich in der Hand eines einzigen Besitzers? Gibt es einen Ansprechpartner, also nicht irgendeine Limited in Zypern? Welchen Wert hat das Grundstück unter Beachtung von, was man da ansetzt, Bodenrichtwerte, übliche Verkehrswerte? Wie sind die Gebäude zu bewerten, die vorhandenen? Müssen die abgerissen werden? Könnten die erhalten werden? Könnten die umgebaut werden? Hat der Denkmalschutz eine Hand drauf? Gibt es also da irgendwas zu beachten? Und was müsste die Stadt, welchen Preis müssten die realistischerweise jetzt bezahlen? Sie kennen ja den Eigentümer aus dem Grundbuch, wenn man das Gelände zunächst zur Bevorratung erwerben würde. Und wenn man dann weitergeht und sagt, welche Investitionssumme müsste man ansetzen über den Kaufpreis des Grundstücks hinaus, wenn man dort Wohnbebauung auf einem einfachen Niveau errichten würde?
Soweit hatte ich die Frage eingereicht. Es gibt so dieses interaktive Frage-Antwort-Spiel. Nachdem ich die Frage eingereicht habe, innerhalb von 24 Stunden ist heute ein Schild dort erschienen, wer der Ansprechpartner ist. Ich mache jetzt keine Schleichwerbung, nenne es nie, aber das, diesen Teil der Frage ist, also kann ich zurückziehen. Die Beantwortung übernimmt auch hier Herr Bürgermeister Schmidt-Lamontin. Ja, es sind ja sehr viele Fragen, insofern würde ich versuchen, die jetzt nacheinander abzuarbeiten. Also erstmal, das angesprochene Areal hat eine Größe von ca. 2,1 Hektar, also 21.000 Quadratmeter. Allerdings liegt die in der Örtlichkeit nicht sichtbare südöstliche Grenze nicht in der Verlängerung der Stephensonstraße, sondern auf einem entlang des alten Fabrikgebäudes gedachten Streifens von ca. 5 Meter Abstand, also ca. in der Mitte des gegenüberliegenden Gebäudes der Straße 17. Juni, Haus Nummer 24. Ein ca. 25 Meter breiter Streifen ist dem Gelände weder kataster noch baumäßig zuzurechnen. Somit verbleiben ein wirkliches Grundstück, was bebaubar wäre, von ca. 1,9 Hektar, also ca. 19.000 Quadratmeter. Das Areal besteht insgesamt aus vier Flurstücken. Die bauplanungsrechtliche Beurteilung der Flurstücke 209-4, 209-6, 209-7 und 209-6 der Gemarkung Dresden-Niedersedlitz, also der ehemaligen Malzfabrik, erfolgt auf Grundlage des § 34 Baugesetzbuch, ist also erstmal grundsätzlich problemlos bebaubar. Das Gelände befindet sich im privaten Eigentum und freundlicherweise, das scheint eher eine Zufälligkeit zu sein, zumindest mir dahingehend nichts bekannt, ist es so, dass er heute seinen Namen vor die Tür gehängt hat. Aus datenschutzrechtlichen Gründen können wir jedoch hier natürlich öffentlich keine weiteren Angaben machen. Was den Grundstückswert angeht, das Areal ist im Flächennutzungsplan als gewerbliche Baufläche nach § 8 Baunutzungsverordnung dargestellt. Daraus ergibt sich vor dem Hintergrund der im Bereich Niedersedlitz geltenden Bodenrichtwerte von ca. 60 Euro pro Quadratmeter ein Grundstückswert von ca. 1,1 Millionen Euro. Dieser Wert ist allerdings vor dem Hintergrund der bestehenden Baulichkeiten, die bis auf zwei kleine Schuppen in der Denkmalliste der Landeshauptstadt Dresden als Kulturdenkmale erfasst sind, wenig belastbar, auch vor dem Hintergrund der allgemeinen Baulandentwicklung. In der Kürze der Zeit war eine tiefergehende Bewertung der Gebäude nicht möglich. Zur Ermittlung der Sachwerte müssten die Objekte auch von innen begutachtet werden. Hierfür darf es einer Betretungserlaubnis seitens des Grundstückseigentümers. Auch liegen keine Informationen zur aktuellen Nutzung vor, sodass auch ein Ertragswert nicht ohne weiteres ermittelt werden kann. Wie die Gebäude noch zu bewerten sind, eine Bewertung der Gebäudesubstanz durch Inaugenscheinnahme allein ist nicht möglich. Die Frage des Komplettrückbaus stellt sich wegen der Ausweisung als Kulturdenkmale nicht. Ein Rückbau ist in solchen Fällen nur unter sehr restriktiven Bedingungen möglich und für die öffentliche Hand eigentlich keine Option, weil die Bedingungen da noch schwerer sind. Also allein die Denkmaleigenschaft schränkt die Nutzungsmöglichkeiten ein. Konkrete Vorgaben sind uns allerdings jetzt nicht bekannt und waren in der Kürze der Zeit auch nicht zu ermitteln. Bei der Frage, was man realistisch als Preis zu zahlen hätte, ist es so, dass 2014 Gespräche im Stadtplanungsamt zur Umnutzung der ehemaligen Mälzerei in einem Wohnstandort mit gewerblichem Anteil stattfanden. Es wurde festgestellt, dass die Schaffung von Baurecht über ein Bebauungsplanverfahren aufgrund der Lage der Grundstücke in einem faktischen Gewerbegebiet und den sich daraus ergebenden Konflikten durch die heranrückende Wohnbebauung an die vorhandenen Gewerbebetriebe sowie durch die Lage an der unmittelbar angrenzenden Bahnanlage, dort fährt insbesondere die S-Bahn Richtung Pirna, aber auch der Fernverkehr in Richtung Prag, und den angrenzenden Straßen mit den sich daraus ergebenden hohen Lärmbelastungen eher kritisch gesehen wird. Eine Klärung, inwieweit eine städtebauliche Entwicklung des Standorts in Richtung Wohnbebauung mit gewerblichem Anteil vorstellbar wäre, sollte, so war die Verabredung, über eine akustische Machbarkeitsstudie herbeigeführt werden. Durch einen Gutachter sollten unter anderem die Emissionswerte der näheren Umgebung ermittelt werden. Weiterführende diesbezügliche Aktivitäten des Grundstückseigentümers sind uns allerdings bis dato nicht bekannt, also ob das, was dort damals verabredet wurde, jeweils in Angriff genommen wurde. Die Verkaufsbereitschaft und auch die preislichen Vorstellungen der Eigentümer wurden damals nicht abgefragt. Darüber hinaus müsste auch ein Wertgutachten beauftragt werden, das die aktuelle Marktlage und die Gebäudesubstanz berücksichtigt. Eine Flächenbevorratung in den engen Grenzen der gemeindlichen Daseinsvorsorge ist durchaus denkbar, allerdings stehen hierfür derzeit keine Mittel zur Verfügung. Zu bedenken sind auch die Darstellung als Gewerbefläche in Flächennutzungsplan und die Notwendigkeit des Abgleichs mit den Intentionen des Gewerbeflächenentwicklungskonzeptes. Insofern ist eine Verfügbarkeit für Zwecke des Wohnungsbaus aktuell zumindest kurzfristig nicht gegeben. Was die Investitionssumme angeht, würde man wirklich auch da eine vertiefende Betrachtung der Bausubstanz vornehmen müssen.
der Anforderungen an die Nutzung und der denkmalschützerischen Vorgaben. Also insofern wäre jetzt so eine Schätzung aus dem Lameng höchst unseriös, deswegen würde ich sie jetzt hier auch nicht vornehmen wollen. Okay. Zwei Hinweise. Das eine ist, es gibt nicht der Eigentümer hat sich dort geoutet, sondern ein Ansprechpartner, ein Immobilienbüro hat seinen dort draußen, also die scheinen der Ansprechpartner zu sein. Wenn Sie in der schriftlichen Beantwortung dann vielleicht nochmal auf das völlig analoge Unternehmen auf der Sportplatzstraße eingehen, dort scheint es funktioniert zu haben, dass man also eine alte Fabrik, die offenbar auch unter dem Denkmalschutz stand, schön für Wohnbebauung umgebaut hat. Also das sieht man jetzt von der in Entfernung, sieht das genau aus wie das Fabrikgebäude, aber es sind jetzt Wohnungen drin. Danke. So, damit wäre die Fragestunde beendet und wir gehen in eine Pause.